Darf ich vorstellen? Das ist dein Nachbar. Er ist zwar ein netter Typ, hat aber ein paar seltsame Überzeugungen. Zum Beispiel die hier. Er glaubt, zwischen der Erde und dem Planeten Mars kreise eine Teekanne um die Sonne. Bisher hat noch niemand diese Teekanne gesehen, denn sie ist zu klein, als dass sie durch ein Teleskop beobachtet werden könnte. Dein Nachbar, nennen wir ihn einen Theisten, behauptet jedoch, solange niemand meine Annahme widerlegen kann, bleibe ich bei meinem Glauben. Was nicht widerlegt ist, daran darf geglaubt werden. Doch stimmt das? Fakt ist, es gibt unzählige bizarre Hypothesen, die nicht widerlegbar sind. Wie etwa die Annahme, dass unsere Welt von einem fliegenden Spaghetti-Monster geschaffen wurde. Oder dass überall kleine rosa Elefanten sitzen, die sich in Luft auflösen, sobald wir hinschauen. Diese Annahmen lassen sich nicht widerlegen. Aber wer glaubt, dass etwas existiert, braucht dafür gute Gründe. Dass man es nicht widerlegen kann allein, reicht nicht. Sonst wären beliebig viele absurde Annahmen möglich. Aber was bedeutet das für unseren Nachbarn und seine Teekanne? Wer hat die richtige Einstellung? Der Theist, der an die Existenz der Teekanne glaubt? Der Atheist, der an ihre Nicht-Existenz glaubt? Oder der Skeptiker, der weder an ihre Existenz noch an ihre Nicht-Existenz glaubt, sondern meint, man wisse es eben nicht? Und wie steht es um den Glauben an die Existenz Gottes? Ist er etwa so irrational wie der Glaube an ein fliegendes Spaghetti-Monster? Macht es Sinn, an etwas zu glauben, dessen Existenz sich nicht belegen lässt?